Hallo ihr Lieben, heute ist der Stier an der Reihe. Wie wird sein Sonnenjahr? Nun, der Stier sollte sich im Sonnenjahr Ziele setzen, wenn er etwas erreichen will. Und das auf geradem Wege. Für Schöntuerei hat er keinen Sinn. Er ist praktisch veranlagt und unkompliziert. Die Sonne stärkt ihn bei seinen Aktivitäten. Ja, und er hat eine ausgeprägte Verbundenheit zur Natur. Der Stier erlebt Tage tiefer Sinnlichkeit und Liebe, denn die Venus begleitet ihn und lässt ihn in angenehmen Gefühlen erstrahlen. Stress ist Vergangenheit. Diesen lässt er weit hinter sich. In diesem Jahr erlebt der Stier die Anerkennung, die er schon lange erstrebt und die er sich schon lange ersehnt. Riskiert er etwas, hat er sofort die Chance, vieles zu gewinnen. Alles ist möglich. Der Engel Asmodiel ist der persönliche Engel des Stiers. Höre seine Botschaft. Du bist klug und eigenständig. Trotzdem überlässt du wichtige Entscheidungen den anderen. Nimm dein Leben in die Hand. Habe Vertrauen zu dir selbst. Du schaffst das und somit bereitest du dir dein eigenes Glück. Es ist dein Sonnenjahr. Liebe Stiere, handelt nach dieser Botschaft von eurem Engel. Von eurem Engel Asmodiel. Habt ihr trotzdem Zweifel und Ängste, dann traut euch, mich einfach anzurufen. Ich kann euch den Weg zeigen. Das nächste Tierkreiszeichen ist der Zwilling. Seid gespannt, liebe Zwillinge. Bis dahin, herzlichst eure Deria.